Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem Make-up-Tutorial mit einem Silvester-Look, denn Silvester steht ja vor der Tür und ich dachte mir, ich zeige euch einen passenden Look dafür. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr am Silvesterabend vorhabt. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen und nun viel Spaß beim Video. Ich habe übrigens für das gesamte Augen-Make-up die Huda Beauty Mauve Obsession Palette benutzt. Das Ganze sieht so aus. Sehr, sehr schöne Farben, genau nach meinem Geschmack. So, wir beginnen gleich mit dieser Farbe und geben diese als Base über das ganze bewegliche Lid. Wir verblenden das Ganze, damit das softer wirkt. Danach gehen wir mit dieser Farbe noch einmal über das bewegliche Lid. Nicht ganz so weit nach oben wie mit dem Braun. Und tragen das wirklich satt auf. Bis zur Lidfalte hin. Und verblenden das Ganze wieder. Dann benutze ich diese schimmernde Farbe hier. Und trage das vom äußeren Augenwinkel nach innen auf. Ich benutze meine Finger. Ich glaube, so kommt das Ganze mehr zur Geltung. Ich benutze ein bisschen Fix Plus, um das Ganze noch zu verstärken, gebe ein bisschen auf den Pinsel. Danach benutze ich diese Farbe und gebe diese auf den äußeren Augenwinkel mit einem fluffigen Pinsel. Und verblende das Ganze in der Lidfalte. Ich säubere das Ganze zwischenzeitlich hier unten mal.
Dann gehe ich noch mit dieser Farbe in den inneren Augenwinkel. Ich benutze dann diese Farbe auch am unteren Wimpernkranz entlang. Säubere das Ganze noch einmal und gebe zum Schluss noch einmal mit dem Fix Plus die schimmernde Farbe, die wir für das Augenlid benutzt haben, noch einmal auf das Lid, um das Ganze aufzufrischen. Nun, um den Silvester-Look noch zu perfektionieren, benutze ich noch diesen Glitter-Eyeliner von Art Deco und gebe diesen noch am Wimpernkranz entlang auf das Lid. Und ziehe mir damit einen Eyeliner Lasse das Ganze kurz antrocknen und mache zwischenzeitlich meine Lippen. Für die Lippen benutze ich die NYX Matte Lip Cream in der Farbe Prague. Nein, gefällt mir nicht zu diesem Augen-Make-up. Ich werde den kurz wegwischen und bin gleich zurück. So, hier bin ich wieder. Ich habe mich entschieden, dass ich die Lippen etwas sanfter betone und nur diesen Lipgloss von Bobbi Brown drauf mache in der Farbe Buff. Da wir das Augen-Make-up schon etwas stärker gemacht haben, denke ich, reicht das. So, nun gefällt mir das schon viel, viel besser. Nun trage ich noch etwas Mascara auf. Und hierfür benutze ich wie immer den Maybelline Push-Up Drama. Ich gebe noch ein bisschen Highlighter auf meine Wangen. Hier benutze ich den Soft and Gentle Highlighter von MAC. So, nun sind wir schon fertig mit dem Silvester-Make-up. Ich zeige euch das Ganze noch von nahem. So sieht das Ganze von nahem aus. Glitzer darf natürlich nicht fehlen bei einem Silvester-Make-up. Nun, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Den Gewinner der BH Cosmetics Palette von letzter Woche habe ich in der Infobox verlinkt. Herzliche Gratulation. Melde dich doch bitte bei mir per Direktnachricht oder auf meiner Instagram-Seite. Die werde ich hier unten auch noch verlinken. Vielen, vielen Dank zum Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!